Moin, hier ist Chris, Betreuer Paterspiele. Erstes Video, das wir wieder zu Hause aufnehmen seit BerlinCon. Also wir haben die ganze letzte Woche, klar haben wir auch gespielt, aber alles andere lief so mit angezogener Handbremse, auch das Spielen lief mit angezogener Handbremse, weil das hält keiner aus da draußen. Also und dementsprechend hier oben unterm Dach ist es die Hölle. Ich weiß auch noch gar nicht, wie und ob heute noch ein Stream stattfindet. Müssen wir gucken. Eventuell müsst ihr heute auf uns verzichten. Worauf ihr nicht verzichten müsst, ist zu Tisch. Gestern gab es schon zu Tisch / Nachklatsch Spezial. Nachklatsch haben wir uns dann überlegt, was ja eigentlich doch relativ lange war, die Folge. Aber jetzt wieder das klassische zu Tisch mit Tasse, mit neuer Tasche. Tasse, wer gestern oder jetzt gerade, wann auch immer Nachklatsch gesehen hat, der weiß, wo diese Tasse herkommt. Aus Berlin, klar. Auf jeden Fall nochmal besten Dank, Sven. Ich trinke meinen Schluck. Wie ich jetzt auch ein bisschen. Aber geht natürlich auch eine Menge Kaffee rein. Auf jeden Fall bin ich wahrscheinlich fit danach. Wir nutzen jetzt einfach mal so ein bisschen den frühen Morgen. Bevor das draußen wieder losgeht und drehen hier mal auf jeden Fall zu Tisch und unterhalten uns mal drüber, was in den letzten zwei Wochen los war. Denn letzte Woche war ja nichts. Und wir haben jetzt auch die Spiele drin, über die wir uns in der letzten Folge unterhalten haben. Da werde ich auch trotzdem noch mal kurz was sagen, einfach um das Chronologische dann hier auch für mich irgendwie so klar zu haben. Es ging los im letzten Livestream mit Shakespeare. Ja, haben vielleicht einige gesehen und vielleicht auch einige gesehen, dass Ellie zu meiner Verwunderung, sage ich mal ganz ehrlich, das Spiel echt nicht mag. Also sie findet Shakespeare nicht so dolle. Ich glaube nicht richtig Mist, aber schon nicht so ihrs. Also zu seicht, sagt sie, zu wenig Optionen und dafür ist diese Kartenauslage ihr zu beliebig, die da kommt. So, das war so ihr Hauptkritikpunkt. Mit der Kartenauslage, das stimmt schon. Also es ist dadurch, dass es wirklich echt kein Komplexitätsburner ist, gibt es eben auch nicht ganz so mega viele Optionen, die man hat. Und wenn ich eben keine Handwerker habe, die vernünftig für mich funktionieren, läuft es auch nicht. Weil ohne Handwerker kein Bühnenbild, ohne Schneider keine Kleider, oder Gewandmeister heißen sie ja, keine Kleider, und das ist dann auch wieder so, ohne Arme keine Punkte. Das ist, das ist tatsächlich wahr. Und es ist und bleibt für mich nach wie vor ein wunderschönes Spiel. Und ich glaube, ich werde es in Zukunft mit anderen Leuten spielen müssen, wenn ich es weiterspielen möchte, weil ich glaube, Ellie ist raus aus der Nummer. Das sage ich, schade eigentlich, sage ich mal. Denn ich mag Shakespeare. Ich mag Istari-Spiele. Natürlich ist es kein Heavy Euro oder so, weit, weit, weit davon entfernt. Die Kritik ist jetzt auch nicht völlig unberechtigt, das kann ich so unterschreiben. Aber so als Mittelfiller, wie auch immer, gibt's das? Keine Ahnung. Aber das auf jeden Fall mal zu Shakespeare. Vielleicht kriege ich es nochmal, um das Ganze mit Erweiterung zu spielen. Vielleicht tut die so viel dazu, dass Ellie sagt, danach haben wir gespielt ein Spiel, das ist wieder ein bisschen umgekehrt. Das mag Ellie wieder lieber als ich. Alien Artifacts. Bin ich nicht so ein Fan von. Es ist okay, mir hat es besser gefallen beim zweiten Mal als beim ersten Mal. Ich bin jetzt erstmal bei der Zwei-Spieler-Partie, die wir dann live gestreamt haben. Es geht dann eben ein bisschen fluffiger. Wenn man sich erstmal durch dieses wirklich schlechte Regelbuch durchgeackert hat, dann geht da viel mehr. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Was ich finde, was nach wie vor bei diesem Spiel eben nicht passiert, ist Thema. Ich habe kein 4X-Feeling hier. Das ist einfach nicht da. Ich kaufe blaue Karten, lege blaue Karten von links nach rechts. Ich kaufe grüne Karten, lege grüne Karten von links nach rechts. Ich fühle mich hier nicht wie so ein Space, in der Space Opera oder Space Empire. Na, natürlich sind alle 4X-Elemente drin. Ne? Exploit, Expand, Explore, Exterminate, das ist alles da. Es geht alles in diesem Spiel, aber das Feeling kommt trotzdem nicht rüber, ganz einfach so. Und das ist, am Ende des Tages ist es für mich ein Kartenspiel. Ja, und eins wie gar nicht so wenig andere. Ist, weiß Gott, jetzt nicht super schlecht und es funktioniert auch alles, aber der Funke springt bei mir nicht über. Bei Ellie findet, das kann man so ganz locker runterzocken. Ja, kann man, wenn man zu zweit ist. Und zu zweit, sage ich mal, gebe ich dem Spiel immer noch mal, würde ich es immer noch mal mitspielen. Dann haben wir es am Montag gespielt, zu fünf. Ne? Also das Spiel gibt's her, 2-5. Wir haben es tatsächlich durchgezogen, wir haben es zu fünf gespielt. Ich glaube, seit der 2,5 Stunden, es ging gar nicht. Das war also Katastrophe. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, muss ich sagen. Leider. Aber
Das größte Problem im Grunde an dieser Fünferpartie, die ich jetzt habe, nach dieser Fünferpartie, ist, dass ja nun vier Leute mit an diesem Spiel dabei waren. Ellie war nicht dabei. Aber diese vier Leute kann ich alle ausklammern, um das nochmal in einer anderen Konstellation, drei oder vier nochmal auszuprobieren. Die werden alle abwinken und sagen, nein. Das Ding ist, mein Zug selber dauert ja nicht lange bei diesem Spiel. Ne? Ich habe da eine Karte und dann kommt die und dann habe ich ja diese Wertung, die auch relativ glücksabhängig ist. Dann muss ich gucken, kommen denn eventuell irgendwelche so Symbole, die mir passen und so. Ist hier und da vielleicht sogar auch ein bisschen spannend, so, aber zu fünft irgendwie nicht, weil mir es vollkommen egal ist, was die anderen machen. Es stört mich nicht. Ja, sondern sie geben mir irgendwie, feuern mir ein vom Bug. Aber auch das ist nicht so wahnsinnig viel passiert, weil es war immer augenscheinlich irgendwie mehr zu holen über diese Alien-Planeten. Und dann gab es dann so eine Karte, da war noch irgendwie, Mirko hatte die am Schluss, durfte er noch drei Züge machen. Theoretisch hätte er, alle waren fertig, hätte Mirko theoretisch noch, wenn seine Karten hingekommen wären. Es ist ja mal wenn die Karten hinkommen, wenn die Karten richtig liegen, wenn man die Karten richtig auf der Hand hat, wenn dann noch die richtigen Symbole kommen. Also ganz viele Unsicherheitsfaktoren und ganz viele Sachen, die man auch wirklich nicht in der Hand hat. Hätte er theoretisch noch drei Wertungen ausführen können, bevor alle anderen ihre Schlusswertung machen und Mirko eben auch noch seine Schlusswertung. Also vier Wertungen vor allen anderen nochmal. Also vier Wertungen, wenn alle anderen noch eine machen. Das sind so Sachen, das ist einfach, ich weiß es nicht. Und so bleibt es unterm Strich, sage ich mal, zu zweit würde ich es weiterhin spielen. Ich werde es ja auch nochmal zu dritt und zu viert irgendwie, ich finde da schon jemanden, für die Rezension. Aber zu fünft fasse ich es im Leben nicht nochmal an. Ja, ich trinke noch einen Schluck Kaffee und erzähle kurz was, weil das war auch in der letzten Sendung, zu North American Railways. Das haben wir dann noch zu dritt gespielt, nach Alien Artifacts. Auch ein Kartenspiel. Auch ein Kartenspiel, das von dem gesagt wird, das ist ein großes Thema, nämlich Eisenbahn 18XX oder Aktiengesellschaften als kleines Kartenspiel eindämmt. Aber dieses Kartenspiel im Vergleich zu Alien Artifacts tut das auch vernünftig und auch thematisch und hat eine unheimliche Spieltiefe und hat uns mega Spaß gemacht. Also man hat so eine Aktienauslage und kauft immer den Aktienstock aus der untersten Reihe. Und je nachdem, was man aus der untersten Reihe wegkauft, schaltet man in der Reihe drüber dann wiederum frei. So muss man sich das einfach vorstellen. Zusätzlich gibt es dann noch Städte, also Stadtkarten, mit denen man seine Companies ausbauen kann. Das, was man an Aktien kauft, zahlt man selbstverständlich in die Companies ein. Diese Städte, die man hat, da nimmt man das Geld aus dem Firmenvermögen dann wieder raus. Es gibt eine Möglichkeit von Übernahmen, es gibt die Möglichkeit, den Direktorenposten an sich zu reißen mit der Aktienmehrheit. Also es ist eine ganze Menge drin, 3 bis 5 Spieler, 45 Minuten steht drauf. Man kann durchaus durchrechnen das Ganze noch ein bisschen länger spielen als 45 Minuten. Und wer für diese Spiele so ein bisschen affin ist und diese Spiele nicht kennt, dem würde ich mal echt empfehlen, auf die Suche zu gehen. Es macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Es ist ein echt gutes Spiel. Also und hat ja so als Wochenhighlight in der letzten Woche mitgenannt. Ist so, würde ich jederzeit. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und definitiv. Dann kam der Mittwoch. Also der Mittwoch, der vorletzte Mittwoch ja schon. Und wir haben mal wieder gespielt Viticulture. In Dreier Besetzung. Viticulture. Und dieses Mal haben wir mit Käse gespielt. Auch das habe ich in der letzten Sendung schon gesagt. Ich fand den Käse gut. Ich glaube, man kann auch gut ohne den Käse. Ist jetzt nicht irgendwie spielabhängig oder so. Ich habe schon so ein paar Dinger gemerkt bei diesem Spiel, dass ich jetzt einfach, wenn ich jetzt den Käse vom Timing, das ist ja der Käse im Vergleich zu den Trauben, verdirbt der Käse ja tatsächlich. Wenn ich das vom Timing alles so mache, dass ich dann wirklich dann den Käse auf höchster Reifungsstufe habe, wenn ich den Wein verkaufe und dann meine Käse-Experten auch noch so habe, dass ich die zusammen verkaufen kann mit dem Wein, ist das schon ein nettes Zubrot, um einfach mal sich so einen Punkte-Vorsprung nochmal zu geben und so eine kleine Punktespritze. Wir haben ein legendäres Ergebnis gehabt, wir haben zu dritt gespielt und am Ende waren es, glaube ich, 31 zu 30 zu 30 oder 30 zu 29 zu 29, ich weiß nicht mehr aus dem Kopf. Wirklich, eng beieinander und ich bleibe dabei, dieses Spiel macht in jeder Besetzung Spaß. 2 bis 6 habe ich noch nicht gespielt, 2 bis 5 hatte ich aber. Es ist toll, es ist ein super Worker-Placement und es ist wirklich das Geniale daran, das wurde ich ja letztes Mal auch gefragt, finde ich, dass ich durch diese Tuscany-Erweiterung, die ja wirklich so ein kleiner Modulbaukasten ist, mit wirklich vielen tollen Ideen drin, dieses Spiel wirklich fast bis auf Nachkommastellen in der Heaviness stellen kann. Es wird natürlich meiner Meinung nach nie ein Heavy Euro, aber wirklich richtig rundes, gutes Worker-Placement-Spiel. Und
mein liebstes Stonemaier-Game. Ja, nach meinem liebsten Stonemaier-Game haben wir gespielt, ich das erste Mal, ganz schön clever, Würfelspiele, Henning hat es uns beigebracht. Und Henning sagt, das Spiel hätte vielen nur den großen Nachteil, fand ich sehr cool. Er mag es eigentlich nicht, aber er kann es nicht aufhören zu spielen. Also gerade in dieser, man kann es ja online spielen. Da habe ich mittlerweile auch schon einige Spiele auf dem Buckel, auch in der App. Ja, es macht schon Spaß zwischendurch mal. Es ist wirklich also für mich jetzt nicht unbedingt der Mega-Überflieger, so zwischendurch und so, alles klar. Ich glaube, es ist schon ganz gut, dass es jetzt nicht Kennerspiel geworden ist. Und, aber es ist, weiß Gott, kein schlechtes Roll-and-Ride-Spiel. Es gibt viele bessere. Ich nenne da immer Steamrollers als mein liebstes Roll-and-Ride. Ellie wird das wahrscheinlich anders sehen. Aber ganz schön clever. Ist schon okay, sage ich mal. Ist auf jeden Fall kein, weiß Gott, kein schlechtes Spiel. Weiß Gott nicht. Ja, jetzt gucke ich mal hier durch und es ging nach Berlin. In Berlin haben wir, muss ich das ein bisschen rekapitulieren, so aus dem Kopf, weil natürlich auch viele Sachen auf dem Tisch lagen, wo ich kein Exemplar hier habe, weil das Spiel einfach, entweder haben wir es da gespielt, das hat mir nicht, oder das gehörte mir nicht. Wir haben Reef gespielt am ersten Abend. Und Reef fand ich nicht so. Ich fand es okay, ich würde es jederzeit wieder mitspielen. Ich würde es vor allen Dingen gerne mal zu zweit spielen, weil ich. Na, wo da habe ich jetzt aber auch schon das Gegenteil gehört. Da sagte jemand, also er hat zu zweit gespielt, würde es gerne zu viert spielen. Ich hatte so das Gefühl, dass es eventuell zu zweit alles ein bisschen taktischer wird, weil ich habe also schon so, ich baue mir auf mehreren Ebenen so mein Algenfeld zusammen, das wirklich nicht so schön aussieht mit diesen Plastiksteinen, finde ich. Und übereinander, das hat wirklich, ja, Lego Duplo habe ich irgendwo gelesen, das trifft schon. Und baue ich mir halt zusammen auf verschiedenen Ebenen und dann liegen da so Aufgabenkarten. Das muss man sich ein bisschen vorstellen bei Zug um Zug, dass man einfach so verschiedene Konstellationen sich dann nehmen muss. Bei Zug um Zug sind es Streckenabschnitte und bei Reef sind es eben dann so verschiedene Konstellationen, drei lila Algen nebeneinander oder diagonal zueinander oder auf Level 2 zwei Türme, die jeweils aus lila bestehen, wie auch immer. So, sowas. Da kriege ich dann entsprechende Punkte für, besorge mir wieder Karten letztendlich und über diese Karte bekomme ich auch gleichzeitig, wenn ich sie spiele, bekomme ich dafür gleichzeitig neue Steine. Ja, das steht oben drauf, welche ich dafür kriege. Schluss ist dann, wenn diese Steine zu Ende sind oder man auch nicht mehr nachlegen kann an Karten. Ja, definitiv jetzt auch kein Mistspiel, aber definitiv auch nichts, was ich mir jetzt irgendwie kaufen würde oder. Ja, also ich muss sagen, ich brauche jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Spiele in dieser Art jetzt. Mir reicht der Azul. Und ja, das würde ich einfach sagen zu Reef. Dann haben wir gespielt Bloodborne. Das hier. Auch das, liebes Geschenk von Sven. Auch da nochmal danke, denn dieses Spiel, das hat mich echt überzeugt. Das ist ja auch, sage ich mal, natürlich vom Setting her, ich bin Bloodborne-Fan, ich mochte Bloodborne, habe das gespielt. Das ist eines der wenigen Spiele in letzter Zeit, die ich auch wirklich durchgespielt habe. Es ist nicht so, dass ich Spiele auf Konsole nicht durchspiele, aber ich komme ganz selten zum Zocken. Aber Bloodborne, ich habe zwar einmal frustriert in die Ecke gelegt, aber dann später wirklich leidenschaftlich gespielt. Hat aber eine Wahnsinnsatmosphäre. Das ist jetzt, diese Atmosphäre kommt jetzt nicht so extrem rüber im Kartenspiel, schon durch die Grafiken und so, das auf jeden Fall schon. Was einfach schön ist, ist die Mechanik. Wir haben wir haben gemeinsame Gegner, prügeln gemeinsam auf diesen Gegner rum, stechen auf die ein mit unseren Waffen und schießen auf die und müssen uns aber die Punkte teilen. Das ist im Grunde, man kann auch absahnen. Man kann einfach die anderen die Drecksarbeit machen lassen und zusehen, dass man das einigermaßen so deichselt, dass man am Ende zumindest beteiligt sein muss. Man muss auf jeden Fall am Ende beteiligt sein. Das ist das Wichtige bei diesem Spiel. Selbst ein Kampf, der dann über zwei Runden geht, zum Beispiel gegen also irgendwelche Bosse, wenn ich in der ersten Runde was wie 6 Punkte Schaden gemacht habe, in der zweiten nix, gehe ich leer aus. So, ne? Dann, und diese Punkte nützt mir natürlich direkt was zum Sieg am Ende. Das ist auf jeden Fall tricky. Man muss immer ein bisschen gucken in der Reihe, wo sitzt man, wann ist man dran, wie viel Schaden macht man, wie viel Schaden könnten die anderen vor einem machen. Dann gibt es noch so Spezialaktionen, dass man vielleicht als Erster zumindest schon mal einen Punkt macht und den man sich sichert. Und das Schöne ist halt so diese Parallele zum Spiel, dass ich eine Karte habe, mit der ich in den Hunter Scream eben gehe. Und da alle meine Blood Tokens, die ich mir gesammelt habe, also indem ich also andere Monster da jetzt verletzt habe, die kann ich dann saven. Das sind eben direkte Siegpunkte am Ende. Wenn ich sterbe und habe sie nicht gesaved, sind sie natürlich weg.
Ne, das kennen wir alles, also alle, die Bloodborne oder Dark Souls oder so gespielt haben. Die wissen, was ich meine. Und dieses Spiel, ich kann es wirklich nur empfehlen. Simon Eric M. Lang oder Eric Lang. Keine Minis, aber ein echt gutes Kartenspiel. Was heißt aber? Also definitiv ein gutes Kartenspiel. Ne? Das bei mir total unterm Radar flog in letzter Zeit. Also was in letzter Zeit überhaupt unterm Radar flog. Und ich kann es empfehlen. Es hat zu fünft enorm Spaß gemacht. Wirklich. Und ich weiß, dass Michael sich das auf jeden Fall auch zugelegt hat danach. Also hat es nicht nur bei mir Eindruck gelassen, hinterlassen. Das finde ich gut. Dann war es also Abend. Also wir haben relativ spät angefangen zu spielen an dem Tag. Wir haben ziemlich viel verquatscht draußen und waren noch essen. Und sind dann was, ja, irgendwann auch 12. Wir sind gegangen und haben auch nicht auch da in der Unterkunft, also bei Jochens also Familie, gar nicht so großartig mehr gespielt, an dem Abend zumindest. Aber am nächsten Tag haben wir dann direkt angefangen. Nein, erstmal haben wir die Sendung gedreht, die ihr jetzt vielleicht gesehen habt. Aber wir haben dann gespielt Eiserner Vorhang. Das hier ist nicht Eiserner Vorhang, das hier ist Iron Curtain. Das ist die Ultra Pro bzw. Jolly Roger Games Version. Deutsche Version, also nach vorne jetzt neu bei Matthias Notch. Was mir aufgefallen ist, als ich dieses Spiel dann vorhin aus dem Regal gezogen habe, sieht ganz anders aus. Das hat ein ganz anderes Artwork vorne. Das ist also, hier haben wir also, ne, so einen Blick hier, Basilikus Kathedrale, Roter Platz. Während dann auf der deutschen Version dieses Brandenburger Tor ist, so ein Strahl. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir dieses alte Artwork tatsächlich, oder ältere Artwork tatsächlich ein bisschen besser. Was eben nicht so schön ist, muss ich sagen, ich habe das Spiel in Essen gekauft letztes Jahr. Seitdem liegt es auf meinem Pile, mit dem müssen wir demnächst mal spielen, geht ja auch schnell, machen wir denn. Nun ist es inzwischen auf Deutsch raus und tja, da, aber jetzt wo ich das mit dem Artwork gesehen habe, finde ich es auch gar nicht mehr so wahnsinnig schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Microgame und es nimmt im Grunde so diesen anderen Part von Twilight Struggle, während ich bei Cuba Libre ja auch so auf diese einzelnen Schlachtfelder meine Einheiten setze, beziehungsweise meinen Einfluss setze, geht es hier größtenteils eben um so Gebietswertung, Regionalwertung, Kontinente werden. Das ist eben drin. Und das macht es wirklich gut. Ich habe da noch so Legemechanismus drin in diesem Spiel und der Kartenmechanismus, der ist wieder relativ 1:1 übernommen. Ich finde es faszinierend zurzeit, muss ich sagen, jetzt kommt nämlich gleich noch eins, wie viele Spiele dieser Art jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren rausgekommen sind, die diesen Twilight-Struggle-Mechanismus nutzen. Jetzt abgesehen von CDG Wargames, also die das wirklich auf eine andere Art nutzen im Bereich, wo ich sage, okay, ich muss mich jetzt nicht gleich in ein großes CDG einarbeiten, aber als Microgame, als Mittelgame, wie auch immer man das nennen will. Und warum jetzt? Also, ne, das freut mich natürlich riesig, aber Twilight Struggle ist ja nun nicht erst seit gestern ein erfolgreiches Spiel. Ne? Total spannend eigentlich, dass diese Entwicklung jetzt so losgeht und schön eben auch, dass diese Spiele zum Großteil eben auch auf Deutsch erscheinen. Das finde ich wirklich eine gute Sache. Und das zu Iron Curtain, beziehungsweise Eiserner Vorhang. Ja, was soll ich sagen? Das war tatsächlich alles, was wir am zweiten Tag in Berlin gespielt haben. Also nee, auf der BerlinCon direkt gespielt haben. Die müssen ja irgendwie so ein Zeitloch geraten, haben uns einmal umgedreht und schon war es irgendwie 4. Haben gefilmt aber wie verrückt. Also ihr werdet dann nach und nach auch immer noch Bilder bzw. Filme kriegen. Und dementsprechend sind wir dann zurück und haben dieses Mal aber auch dann gespielt abends. Und zwar haben wir zuerst gespielt Phalanx. Auch direkt zweimal, das ist echt, was echt Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Phalanx von Iron Games, Dice Placer mit einem ganz interessanten Mechanismus von Bernd Eisenstein, also Iron Game Eigenverlag. Fand ich auch ganz schön, dass wir das abends gespielt haben. Wir haben nachmittags ein Interview, beziehungsweise uns den Prototypen auf Video vorstellen lassen von ihm für sein neues Essensspiel Pandoria, werdet ihr auch demnächst sehen. Und jetzt eben Phalanx, das war vom vorletzten Jahr, glaube ich. Und ich habe eben so einen Dice-Placer. Es geht schon darum, dass ich über Bewegung und Marschieren auf einer Karte verschiedene Territorien einnehme, Städte, Oasen und spielt eben so eine Antike. Und dieser Dice-Mechanismus heißt, ich habe drei Würfel und diese drei Würfel geben vor, wie ich die anderen drei, die ich würfel, wenn ich dran bin, einsetzen kann. Ob ich sie reinschieben kann, wenn sie niedriger sind, kostet es Geld, wenn sie höher sind, schlag mich, ne? Ob das jetzt ganz genau richtig ist. Oder wenn sie höher sind als das, was ich rein, dann muss ich das Geld bezahlen. Also wenn ich eine 2, ich glaube umgekehrt, wenn ich eine 2 habe
und es liegt eine 6 und ich schieb, muss kann ich diese 2 nur gegen die 6 austauschen, wenn ich da 4 reinschmeiße. Ich kann aber jederzeit auch mit meinem Gegenüber die Würfel tauschen, also Interaktion ist drin, um ihm so eventuell auch so Würfelkombos zu versauen, denn diese Würfel haben 3 verschiedene Farben und um bestimmte Einheiten dann wieder in seinen Fundus zu bekommen, muss man vielleicht, was weiß ich, 2 orange Würfel haben. Wenn ich sehe, ja, da hat 2 orange Würfel, in der Auslage liegt eine Karte mit 2 orangen Würfeln, dann nehme ich ihm doch vielleicht diesen orangen Würfel weg. Na, so läuft das dann, das Ganze. Was auch sehr schön ist, das Kampfsystem. Ich habe so eine Stärkeleiste, auf der beide, oder alle Einkommen zu zweit gespielt, auf der alle, also alle Spieler hochmarschieren, wo man also ganz genau immer sehen kann, wer ist der Stärkste und der Schwächste kann den Starken eben einfach nicht angreifen. Also es gibt eben dann auch keine Option, durch so einen Glückswurf oder so da irgendwie noch was zu regeln. Keine Chance. Ne? Aber passt bei diesem Spiel auf jeden Fall sehr gut, würde mich jetzt bei einem größeren Spiel vielleicht nerven. Hier ist es auf jeden Fall super. Tolles Spiel, hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Also Phalanx, super. Danach, jetzt kommt das nächste Spiel. 2 kommen noch nicht in diesem Kartenmechanismus im Grunde. Fort Sumter. Fort Sumter haben wir gespielt, erstes Spiel. Ich muss zugeben, es war 3 Uhr morgens und ich war hundemüde. Aber wir haben es durchgezogen, das erste Spiel Fort Sumter. Und es macht schon Spaß. Es ist, sag ich mal so, auf 13 Days. Nochmal einen drauf von der Komplexität, also würde ich sagen, diese Eskalationsspirale, die ich an der Seite habe, wo ich immer mehr, also meine Einflusswürfel im Grunde direkt da wegnehme, in meinen Pool eventuell tue oder direkt auf die Karte. Und durch diese, je mehr ich eben wegnehme von dieser Seiteneinflussleiste, je mehr eskaliert eben dieser Konflikt um Fort Sumter. Und je mehr darauf arbeite ich halt eben im Endgame immer weiter zu. Hab verschiedene wie nennen sie sich, Einflusssphären, sage ich jetzt einfach mal, die ich hier unter Kontrolle bringen muss, auch hier immer 3, die zusammengehören, also es gibt einmal die Force, dann gibt es auch so diese die öffentliche Meinung und sowas, gibt es hier eben auch und das Ganze wiederum gesteuert mit Eventkarten, die ich für Events spiele, die ich Punkte spiele, ne, Punkte glaube ich tatsächlich, jetzt gucke ich mal drauf, ja doch auch, aber in erster Linie sehe ich halt zu, dass ich hier diese Events spiele auf diese klassischen Einsatzfelder. Das Ganze wunderbar gemacht, Regel wunderbar eingängig. Ist, so wie ich es bisher jetzt einfach erstmal sage, ein tolles Spiel. Ich muss hier aber, um reinzukommen, definitiv noch mehr spielen. Denn wie gesagt, mich hat es da so irgendwann konzentrationsmäßig schon so ein bisschen verlassen um die Zeit. Was ich aber auf jeden Fall fand, und ich glaube, das liegt nicht nur an der körperlichen oder geistigen Verfassung um diese Zeit, war, dass dieses Spiel doch leicht zu kriegen ist, wenn man sich die Regeln so reinguckt, aber hart zu spielen. Also das wirklich erfolgreich zu spielen mit einer einigermaßen angemessenen Punktzahl. Also ich glaube, das ist nicht ohne. Und ich glaube, dass dieses Spiel unheimlich Potenzial hat, dass sich so entwickelt noch. Also von daher freue ich mich riesig da auf die nächsten, Spiele, muss ich sagen. Ja, dann kamen wir wieder von der BerlinCon. Und das Erste, was Eddie spielen wollte, gleich direkt am Montagabend, ich habe jetzt hier nicht die Erweiterung, sondern ich habe hier nur die Grundbox Terraforming Mars. Terraforming Mars mit Preludium-Erweiterung, die ja inzwischen glaube ich, auch schon ausgeliefert wird. Also es gab ja, ich wusste es vorher nicht, zumindest es gab ja so ein Vorab-Kontingent. Aber ich meine, inzwischen sind auch schon Vorbestellungen von der Preludium-Erweiterung, die über die Webseite gelaufen sind, ausgeliefert. Also von daher läuft alles. Das Spiel wird tatsächlich doch nochmal merklich kürzer, ne Schatz? Terraforming Mars, also es verkürzt sich wirklich am Anfang, man merkt das. Bei uns war der Run auf die Meilensteine, war ziemlich schnell in Gang, ne? Und die war auch schnell weg. Ja, absolut. Ja, ja? Die hatte ja auch nochmal verglichen. Und wie gesagt, wir haben Stunde abgezogen, ich glaube 3 Stunden haben wir gespielt, ansonsten ja. Haben wir so immer so um die 4 Stunden. Mit Chat und so, ne? Ja. Ja. Also bei uns ist es immer ein bisschen verzerrt, wenn wir sabbeln dabei. Ne? Aber war doch. Man merkt's, ne? Man merkt's. Macht Sinn, wenn man das wirklich ein bisschen kürzer haben will. Ob man das jetzt auf der Erwartung ist, die man braucht, sei dahingestellt. Also, aber es ist für mich. Aber ich fand's doch interessant. Ich bin ja immer froh über neue Karten. Also von daher, doch, es hat Spaß gemacht. Also ich fand auch diesen Push am Anfang eben durch die Karten, fand ich sehr schön. Und wird, glaube ich, ist jetzt nach einem Spiel, glaube ich, meine zweitliebste Erweiterung. Na, ich finde die Bretter genial und dann kommt diese. Ja, du hast. Die Wärme, ja. Da ist es weg. Auf jeden Fall, guckt es euch an, ob ihr das Geld ausgeben wollt, ob ihr meint, das braucht ihr, müsst ihr letztendlich entscheiden. Kann man bei Erweiterungen, glaube ich, einfach immer nicht sagen, es ist jetzt
nicht ein zwingendes Must-Have nach dem ersten Mal, aber es macht schon Spaß. Ja, wenn man genau. Fan ist, ne, ist, dann ist... Es wird aber auch trotzdem auch ein neuer Weg vorgegeben. Neuer Weg, wie man spielen möchte, so dieses... Ja, man hat noch mehr Optionen, einfach an dem man sich langhangeln kann, wenn man will, so, ne? Genau. Einfach so. Nicht muss, aber kann. Das stimmt. Dann machen wir mal weiter. Hier war Terraforming Mars. Immer wieder gern gesehener Gast auf dem Tisch. Und ich weiß jetzt gar nicht, war das Dienstag? Letzte Woche waren die Tage echt, das war echt alles ein bisschen durcheinander. Das müsste Mittwoch gewesen sein, dass wir Roleplayer gespielt haben. Und zwar mit Erweiterung, zu dritt, Roleplayer. Erstes Spiel mit Erweiterung, das ich gemacht habe, also wo man, wir haben es ja schon mal live gestreamt, und das, also man baut aus per Würfel, Draften und Platzieren auf seinem Tableau, ist ja das, die Story des Spiels ja im Grunde, dass man so einen Fantasy-Charakter für ein Rollenspiel einfach bauen, ne? Ein Rollenspiel, also die Pen-and-Paper-Spieler werden wissen, wovon ich rede, mit den Attributen und Gesinnungen. Wenn das wird alles so abstrakt ein bisschen dargestellt, ist natürlich null thematisch, meiner Meinung nach, das Spiel, aber es macht auf jeden Fall Spaß, ne? Also diese Würfel so reinzusetzen und so. Es ist ein schönes Spiel für zwischendurch, letztendlich darf nicht zu lange dauern, sage ich mal, dann wird es sich, glaube ich, einfach zu sehr ziehen. Darf nicht so wahnsinnig, das gibt es dann einfach nicht her. Also es gibt, glaube ich, jetzt so 2-3 Stunden Spielzeit, gäbe das Spiel nicht her. Man kann das natürlich alles wieder wunderbar durchrechnen hier und da. Und was diese Erweiterung neu macht, das sind halt so ein paar Optionen, die einfach bringt. Es gab einfach eine neue Würfelart. Die Würfel, das sind Würfel, die gehen bis 8. Das heißt, die geben auf jeden Fall so einen Push. Aber gleichzeitig tauchen sie natürlich auch nicht auf diesen Bonusfeldern. Das heißt, es ist nicht so, dass die irgendwo verlangt werden, dass man sie haben muss, um diese Zusatzpunkte zu machen. Dann gibt es dann weiter die blauen, die grünen und sowas. Und ich habe Monster, gegen die ich kämpfen kann, anstatt eben auf dem Markt einzukaufen. Und diese Monster, die bringen mir dann letztendlich wieder Trophäen oder eben auch XPs. Und mit diesen XPs kann ich dann wieder weitere Monster bei weiteren Monsterkämpfen rerollen. Ich kann die aber auch für andere Sachen einfach ausgeben im Spiel, wofür man einfach XPs so ausgeben kann, Fantasy-Charakter. Es ist auf jeden Fall eine neue Option im Spiel. Es sind neue Würfel, das ist, wenn man Würfel mag, ein großer Vorteil. Ob diese Erweiterung jetzt irgendwie zwingend ist bei diesem Spiel, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Also, da sie ja im Grunde auch zusätzlich gleich wieder noch einen neuen Zufallsfaktor da wieder reinbringen. Aber das ist das Monster jetzt gut, das da liegt, bringt mir das was. Dann habe ich so einen Endgegner im Spiel und finde nach und nach raus, wo da so die Bedingungen sind bei diesem Endgegner, was braucht er, um erfolgreich bekämpft zu werden. Und dann ist es auch wieder ein Würfelwurf mit diesen Battle Dice. Ich habe da noch so Battle Dice, also Kampfwürfel, die sich dann aus bestimmten... mal ist es so, wenn ich 3 schwarze Würfel habe, dann kriege ich 3 Kampfwürfel plus 1 Kampfwürfel habe ich immer, sind es 4 Würfel. So rechnet sich das. Und so kommt es immer ein bisschen auch drauf an, welches Monster gerade liegt. Wenn ich dran bin, passt das zu meinem Charakter, um den mal eben gut eins zu verplätten oder eben nicht. Ja, ist noch nicht ganz sicher bei mir, ob ich diese Erweiterung wirklich so richtig toll finde. Müssen wir einfach nochmal gucken. Aber Spiele sind vorprogrammiert, denn Ellie hat auch Lust drauf. Und da gucken wir einfach mal, was das Ganze noch so bringt in nächster Zeit. Dann haben wir gespielt, jetzt trinken wir einen Schluck Kaffee, zwei Spiele müssen wir noch, dann haben wir es. Hochverrat mal wieder. Und die Verteidigung hat gewonnen. Ich habe es zweimal gespielt die Woche, zweimal die Verteidigung gewonnen. Ich habe in Berlin auch mit Matthias geredet. Matthias hat halt alles gesehen an Ergebnissen, aber auch wirklich deutliche Siege für die Anklage, und es steht ja auch in den Regeln drin. Er sagte das dann halt auch nochmal, dass es dieses Spiel für die Anklage deutlich schwieriger ist zu gewinnen. Warum das jetzt letztendlich so ist, es sollte wohl dargestellt werden, steht auch in den Regeln, dass der harte Weg der Anklage sich da so durchzubeißen, ne, beim Gericht letztendlich. Und man muss das Spiel wohl noch besser beherrschen, als ich es beherrsche, um das Ganze mit der Anklage einfach zu gewinnen. Bei meinem zweiten Spiel, ich habe bewusst beide Mal die Verteidigung gespielt, weil ich habe beide Male auch gegen Leute gespielt, die das erste Mal spielen. Und ich habe beide Male echt auf die Mütze gekriegt. Einmal richtig deutlich und einmal in der Zusammensetzung, wo ich gesagt habe, so, das muss jetzt gereicht haben, das muss eigentlich geklappt haben. Nein, hat es nicht. Ja, und ich bin gespannt, ich werde es weiterspielen. Noch bin ich da nicht am Ende mit meinem Latein, muss ich sagen. Und sehe das immer noch sportlich ein bisschen wie so ein Cosi, ne? Wenn ich nehme immer so ganz, ganz gerne, zum Beispiel Path of Glory als Vergleich.
natürlich was völlig anderes. Aber da ist es dann auch schwer, mit den Deutschen den Ersten Weltkrieg zu gewinnen, weil ich also einfach so historisch gegebene Fähigkeiten habe. Nun ist es hier aber letztendlich so, dass dieser Herr Riel ja, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, den Prozess eben nicht gewonnen hat, sondern dann auch umgebracht wurde, beziehungsweise aufgehängt wurde. Aber da muss schon was dran sein. Ich meine, das hat Heavy Cardboard den Preis nominiert oder Honorable Mention ausgekriegt. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass dieses Spiel für die Anklage nicht gewinnbar ist. Und das, solange werde ich spielen, bis ich es mit der Anklage mindestens einmal geschafft habe. Und ich werde es schaffen, da bin ich mir sicher. Oder ich werde dabei sein, wie es jemand anders schafft und verlieren. Auch das soll mir recht sein. Aber ich bin da auf jeden Fall guter Dinge, dass es läuft. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, das unheimlich Spaß macht zu spielen, was wirklich... trotzdem, dass es so mathematisch ist am Ende, diesen Prozess relativ thematisch rüberbringt. Das finde ich schön. So, und es ist im Grunde, wenn ich mir das alles angucke, so die 14 Tage der Card-Driven-Spiele. Und jetzt eben nochmal ein großes, großes Card-Driven-Spiel, nämlich Hannibal. Allerdings haben wir keinen vollen punischen Krieg gespielt. Ich muss mal hier ein bisschen hier Platz machen. So, keinen vollen punischen Krieg gespielt, sondern wir haben ein 5-Runden-Szenario gespielt. Ich meine 5-Runden-Szenario. Und großartig wieder. Es macht Spaß. Ich habe meinen Frieden gemacht mit den Miniaturen. Das heißt, ich werde keine Standys kaufen. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon erzählt. Und freue mich, dass wir zunächst mal mit dem Hamilcar, mit der Hamilcar zu spielen. Also mit der Hamilcar-Szenario. So, jetzt habe ich es. Meine Güte. Und dann einfach mal zu gucken, wie das denn so rüberkommt. Da hörte man ja, dass dieser Schiffskampf doch relativ abstrakt ist und so. Aber das ist natürlich auch mal schwer, das reinzubringen. Aber da kann ich jetzt einfach noch nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, dass dieses Spiel wirklich super ist. Es hat weiterhin unheimlich Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich mal die Karthager gespielt. Habe ich ja nie eine Chance, wenn Ellie mitspielt, weil Ellie ja beharrt darauf, nicht die Römer zu spielen. Aber auch soll mir recht sein. Von daher bin ich mal wirklich jetzt so ganz auf der anderen Seite gewesen und konnte so ein bisschen so einfach die Römer foppen. Und es ist ja doch so, in der Rolle ist man ja bei den Karthagern hier so, dass man eigentlich an die Sache ganz locker rangehen kann. Denn unentschieden reicht. Ne? Die Römer müssen kommen und Land nehmen. Und wenn sie das nicht hinkriegen, oder beziehungsweise man das durch zumindest Nadelstiche hier und da immer mal wieder verhindert, dann kann man das Ganze auch ohne große Offensive in Italien ganz gut rüberrennen. Macht natürlich Spaß, eine große Initiative in Italien zu fahren. Ne? Also es ist einfach schön. Es macht Spaß. Es hat tolle Optionen, dieses Spiel. Ich bin inzwischen auch... Also ich habe es jetzt dann nach längerer Pause dann wieder öfter gespielt und deswegen die Neuauflage sowieso oft auf dem Tisch gehabt. Und hat ja immer gesagt, dieses Kampfsystem mit den Karten, das ist nicht so meins. Doch, das passt schon ganz gut. Das passt schon wirklich ganz gut. Ich werde es bei anderen Spielen nicht vermissen, aber bei diesem Spiel ist es schon schön, dass es einfach so ist, wie es ist, dass ich also wirklich diese Kartenspiele, das kleine taktische Komponente da reinbringen kann, dass ich also gucke, ich habe jetzt irgendwie 3 doppelte Umgehungen, ist die Chance vielleicht nicht so hoch, dass der Gegner die auch hat. Wenn ich schon 2 gespielt habe, müsste ich damit eigentlich durchkommen, so nach dem Motto. Ne? Und dann sieht man also, wie viel Kampfrunden das Ganze gedauert hat. Dann mache ich meine Verluste auf beiden Seiten fertig. Und die Hauptverluste, die dann eben der Gegner erleidet, passieren eben auf der Flucht. Und ja, und das Ganze, wie gesagt, auch hier Card-Driven, dass ich also Events spiele oder Operationspunkte, mit diesen Operationspunkten dann wiederum Landnahme betreibe oder meine Heerführer in Gang setze, die dann wiederum die Einheiten mitschlurren über den Plan. Ganz, ganz großes Spiel. Und spricht ja nicht auf das Spiel. Ne? Wir haben jetzt hier das 20th Anniversary. 20 Jahre. Nicht 20, 20 Jahre, ist die deutsche Version. Und wenn ein Spiel immer wieder aufgelegt wird, ist da ja in der Regel was dran. Ne? Wenn es nicht gerade, also es gibt natürlich auch Beispiele, gerade im Mainstream-Markt, die da jetzt nicht so dafür sprechen, aber das ist schon was anderes. Aber Hannibal kann was. Und wer sich da also wirklich Interesse hegt an solchen Spielen, der hat hier wirklich eine Chance, ein gut aufgemachtes Spiel zu bekommen, vor allen Dingen in Deutsch, was eben ja nicht gang und gäbe ist. Und zum Reinschnuppern in diese CDG-World ist das super. Und es ist wirklich nicht zu heavy, also man hat eine ganz gute Einstiegshürde, aber eben auch nicht zu wenig. Ne? Es ist von allem so ein bisschen was dabei und eben durch dieses neue Hamilcar-Szenario und den Szenario-Heften kriegt man hier auch wirklich was geboten fürs Geld. Tolles Spiel und das war's. Das war die Woche. Eigentlich wollten wir heute auch noch spielen. Wir wollten auch noch Goimbra gespielt haben. Und wir wollten heute Ghost Story spielen. Das wollten wir noch. Also
live gemacht haben, also live nachher machen, so. Und wo wir uns gestern eigentlich gespielt haben, schon, das hat alles die Hitze irgendwie ja, verhindert, sag ich mal. Mal gucken, was nachher noch passiert. Ansonsten sage ich an dieser Stelle, es hat auch schon wieder, glaube ich, sind wir schon wieder über die Zeit. Ich sage tschüss, trink meinen Kaffee aus, denn große Tasse nicht geschafft während der Sendung. Auf jeden Fall, besten Dank fürs Zugucken. Wie war eure Woche? Das wollen wir noch wissen. Wie war eure Woche oder eure letzten 14 Tage? Die überbrücken wir hier. Was habt ihr von diesen Spielen hier gespielt? Hochverrat, nach wie vor immer ein Thema. Alien Artifacts ist ja auch so ein kleines Sorgenkind bei mir. Auf jeden Fall. Wie ist da eure Quote? Wie sind eure Motivationen? Meine Motivation, ungebrochen dieses Spiel als Ankläger zu gewinnen. Ansonsten sag ich, besten Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und tschüss.